So, es gibt ein paar neue Sachen bei Super Mario Maker. Erstens will ich die Event-Level packen, die dazugekommen sind. Und dann knüpfen wir uns den vierten Bowser-Level vor. Okay, beginnen wir erstmal mit Toadette Treasure Tracker, nicht Captain Toad. Alles klar, darf die springen oder wie sieht's aus? Captain Toad Treasure Tracker meldet sich mit einem weiteren Level zurück. Und dieses Mal steht Toadette im Mittelpunkt. Kannst du den gewaltigen Dornensäulen ausweichen, die rosa Münzen sammeln und den Schatz am Ende des Levels heben? Das werden wir gleich herausfinden. So, ja. Auch die anderen offiziellen Baumeister haben ein bisschen was Neues gezaubert. Oh yeah. Aber ich weiß nicht, der neue Bowser-Level hat schon eine Abschlussrate, die mir nicht ganz behagt. Mal gucken, wie das wird. Pass auf, es gibt 5 rote, also pinke Sternmünzen, ja, ihr wisst schon. Jetzt mal gucken, wo die Türen hinführen. Das war vielleicht keine schlechte Entscheidung. Vielleicht aber auch doch. Hallo, Trin. 3 sind noch übrig. Sehr gut, dann hätte ich das schon mal und dann irgendwie da runterfallen. Tja, mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Ach ja, es kamen viele Kommentare, dass mein Let's Player-Kollege Domi einen meiner Level gespielt hat, meinen vorletzten. Habe ich gemerkt. Das bestätigt übrigens meinen Verdacht, dass die... Ja, also ich habe schon viele Leute von vielen Abonnenten gehört und auch von anderen Walkthroughern schon gesehen, wurde mir auch in die Kommis geschrieben, dass mein Level namens The Final World ziemlich viel gespielt wurde. Auf dem Modus sehr schwierig in der 100 Mario Herausforderung. Also ausgerechnet der und immer wieder nur dieser Level. Das bestätigt schon meinen Verdacht, dass irgendwie... ein kleines Auswahlverfahren stattgefunden haben muss. Und das ist auch schon das Ziel. Naja gut, war das jetzt der Schatz? Hier die Münzen aus der Röhre? Toadette, lass dich feiern, du hast es dir verdient, Mann. War jetzt ein bisschen enttäuschend, dass schon das Ziel kommt. Der Level hatte ganz gut angefangen, also ich würde durchaus einen Stern geben. Wenn ich dürfte und könnte. Okay. Und dann war noch was etwas extrem Japanisches hier am Start. Was ist es? Yu Ayazakis großes Abenteuer. Hallo, ich bin Yu Ayazaki, der nächste Star unter den Sprecherinnen. Bisher habe ich nur in Japan gearbeitet und dort eine Radiosendung im Nintendo 3DS-Spiel Daigasso Band Brothers P moderiert. Aber jetzt sieht man mich die ganze Welt als Kostüm für Mario. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, aber ich probiere alles mal aus. Ja, das sind halt so viele japanische Sachen, die irgendwie gar nicht den Weg nach Europa finden. Also ich schließe natürlich nichts aus, aber ich meine halt mal so generell gesehen. Immerhin immer mal eine Erklärung. Was macht die denn? Was, also ist eine Sprecherin in einem japanischen Spiel? Was heißt Sprecherin? So mit den Kopfhörern und der Haare sieht sie ja ganz catchy aus. Gib mir die Münzen! Trocken Bomben. Ich habe eine Tür, aber ich weiß ja nicht, wo die hinführt. Ich gehe erstmal hier weiter. Was? 91? 91, 29. Also falls es irgendwie ein wichtiger Code ist, vielleicht hat es aber irgendwie mit dem Spiel zu tun. Was übrigens auch in den Kommentaren als Idee kam, finde ich ganz cool. Das wäre mal was. Und zwar diese... Knochenbahn, wie man sie hier sieht, dass man die Schienen nicht sieht, dass die unsichtbar sind für den Anwender. Das wäre bei Automatik-Level eine ganz neue Sache, weil man ein bisschen überraschter wäre, wo die Knochenbahn hindüst. Das wäre mal eine Idee, ob der Nintendo draufkommt. So. Checkpoint, Clownskutsche, warum? Unter Wasser? Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Da ist der Schlüssel, du Schussel, ne? Was bringt eine Clownskutsche unter Wasser? Ist noch nicht mal eine Feuer-Clownskutsche, wisst ihr? Einfach nur random. Einfach nur random. Ding Dong. Oh Mann, ich freue mich schon, aber ich habe auch Angst vor Bowsers neuem Level, ehrlich gesagt. Den dritten habe ich ja schon gespielt. Da war Bowser auf dem Thumbnail, falls ihr danach sucht. Haben aber auch viele dann gefragt.
Ah, jetzt habe ich eine Feuerlandskutsche. Haben auch viele gefragt, wann hast du denn den zweiten Level gespielt? Ja, checkt euch einfach meinen Let's Play ab. Also, guckt gerne nochmal die älteren Parts. Ich möchte fast sagen, jeder Part ist ziemlich sehenswert, weil immer epischer Stuff drankommt. Am wenigsten sehenswert finde ich dann doch. Ja, die meisten Event-Level leider. Wobei es inzwischen geht. Der Level ist jetzt nicht besonders kurz. Sonst hätte ich... Oh, warte mal, da oben könnte noch was sein. Ich guck einfach mal. Nö, nothing. Dieser Level ist nicht besonders kurz, sonst hätte ich gesagt, die meisten sollten sich mal ein Beispiel an den Event-Level nehmen, weil ich finde, viele Level werden einfach viel zu lang. In der Kürze liegt die Würze. Da kriegen wir die bestimmt noch mal. Die, wie heißt sie gerade noch mal? Yu Ayasaki? Oder sagt man Ju? Yu Ayasaki. Ding Dong. Oh, er wollte mich anstupsen. Warte mal, machen wir gerade noch mal. Boing. kein monströser Effekt, wie ich gedacht hatte. Sie hat unter Wasser Spaß. Wir machen Yu Ayasaki was. New York! Hier geht's nach New York, ist ja schön. Warum? Jetzt geht's nach Brooklyn, oder was? Das ist bestimmt wieder. Take it. Ah, und ein Herzchen. Also der Charakter scheint sehr interessant zu sein. Ich habe übrigens ein ziemlich japanisches Spiel auf meiner Liste der kommenden Überraschungsprojekte. Nein, ich meine damit nicht Yo-Kai Watch. Etwas anderes. Band Brothers P. Ich kann mir darunter herzlich wenig vorstellen. Müsste ich mal auf YouTube suchen. Gut, das war's mit den aktuellen Event-Level. Wie ich das Schicksal kenne, wird's garantiert wieder Event-Level geben. Wenn, ja, es gibt inzwischen neue Event-Level, bis das hier hochgeladen ist. Wobei ich sehr aktuell bin, möchte ich meinen. So, okay. Ja, Bowser's Puzzle Dungeon, auch wenn ich hier aus irgendwelchen Gründen keinen Stern gegeben habe, weil das war eigentlich der Level, der mich am meisten geflasht hat. Ich bin der Meinung, ich habe einen Stern gegeben, ne? Das war der coolste. Der hat eine Abschlussrate von 0,52, habe ich gerade gesehen, richtig? Das ist der einfachste mit Abschlussrate von 1,27. Das hier ist gar nicht so lange her. Abschlussrate 1,07. Ich dachte eben, ich habe den Weltrekord. YouTube Blue X2. Yeah. Und der hat eine Abschlussrate von 0,57. Damit ist er, was die Abschlussrate angeht, der zweitschwerste Level von Bowser. Und erstmals nicht im SMB-Style, sondern SMB 1. Ich kann mir unter dem Namen jetzt auch nicht viel vorstellen. Es wird wohl einfach sauschwer sein. Ich nehme die Herausforderung an. Es ist ein Scrolling-Level. Ja, okay. Ach, ich habe die Kommentare aus. Habt ihr schon gemerkt, ne? Habt ihr schon gemerkt. Also muss man möglichst schnell sein, um hier hochzukommen. Ach, deswegen hat er so eine scheiß Abschlussrate. Es ist Learning by Doing. Du weißt gar nicht, wo, was, wie, ja? Ich muss jetzt auch erstmal gucken. Wir müssen den Koopa direkt emporklettern, um hier hochzukommen. Dann geschmeidig auf den Käfer drauf. Kaum Zeit verlieren. Hier, was? Ernsthaft? So wie ich es gerade vorhatte? Don't make bullshit with me! Und schwupps. Hier vielleicht hoch? Nein? Kann ich mir nicht vorstellen. Da war ich zu langsam, ich musste halt erstmal da gucken. Ja. Eieiei, das ist doch... Deswegen geht die Abschlussrate hier so in den Keller. Hier kann ich nichts machen, ich muss auf den Käfer warten. Oh. Ja, ich habe mich beim zweiten und dritten Level richtig gut angestellt eigentlich. Scrolling Level! Wie ich Scrolling Level liebe! So, jetzt gibt's mal FedEx Gummi. Sauber. Und da ist ein kleines Plöckchen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weil wir die Schuhe sehr selten haben. Wenn man den Schuhen
Flügel gibt. Wenn sie zu viel Red Bull getrunken haben anscheinend. Ja. Dann kann man einmal noch nach oben fliegen. Das heißt, man kann den Block öffnen und dann hindurchschreiten. Ich frage mich allerdings... Ach so. Ja, ich bin jetzt rausgesprungen. Ich frage mich, warum... Also, ich weiß jetzt erstens mal, warum das SMB1-Style ist. Nicht nur wegen dem Amiibo, nein, das ist auch für... Mal hier die Abkürzung. Alter! Nein! Oh, bitch, please! Das ist auch im SMW-Style, gäbe es ja keine Schuhe. Sondern... Yoshi nimmt den Platz der Schuhe ein. Und das ist nicht ganz dasselbe. Die wollten anscheinend unbedingt Schuhe! Okay. Jum Jum. Ja, so mit rausspringen geht das. Gar nicht so einfach, Freunde der Nacht. Wie lang der Level wohl geht. Aber ich würde echt mal gern den Levelersteller kennenlernen. Der macht echt guten Stuff. Wobei der hier mir bisher am wenigsten gefällt. Aber ich muss zugeben, Bowser's Puzzle Dungeon. Das ist schon einfach eine ganz schöne Messlatte. Zack, zack. Ach, komm schon. Die Idee dahinter, die war gar nicht so übel, sprach der Dübel. Mal sehen, ein Checkpoint wäre ganz gediegen. Also würde ich direkt nehmen. Ja, das ist richtiges Auswendiglernen, ehrlich. Ich bin eigentlich kein großer Fan davon, wenn Level so gestrickt sind, dass man die immer und immer wieder schaffen muss. Und Stellen, an denen man vorher versagte, hat man inzwischen im Schlaf drauf quasi. Und... Muss man hier schnell sein, Alter. Gut. Eieiei. Checkpoint? Komm schon, da ist, sogar einer. Gut, es wird angezeigt, wie man da hinkommt. Mario. Eigentlich voll fail, ne? Da kommt jetzt eine Mario-Fahne hin, obwohl ich ja Bowser bin. Ich... muss gerade noch überlegen, wie das gefriemelt wird an der Stelle. Auffällig, dass hier kein Scrolling mehr herrscht. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ah, ich muss schnell... Nee. Naja, dann kann ich da überleben, glaube ich, ne? Weil ich dann wieder so einen harten Block erschaffe. Oder wie ist das? Das ist natürlich eine Idee, die ich so noch nicht gesehen habe. Genau. Hä? Was? Moment. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich komme nicht ganz drauf. Ich muss mir das nur mal genauer anschauen. Ich weiß nicht. Wir können also zweimal das härter machen, aber wie komme ich denn dann zum... Indem ich die Münze nicht einsammle, was? Oder wie? Ach, durch den Block fällt es ja auch runter. Durch den Powerblock. Warte, warte, warte. Es hat einen Sinn und Zweck. Vielleicht muss ich das erst betätigen? Ach nee, ah, jetzt ja, eine Insel. Natürlich, indem ich mit dem Powerblock die Münzen zum Fallen bringe, können die auch den Schlüssel nicht mehr verstecken. I'm sorry, don't worry, it's good be to Kartoffelparry, sorry. So, ach nee. Ja, nee, kill mich. So wird's gemacht. Erst im Powerblock, dann P-Switch.
Aber kann man da noch so schnell durch die Tür? Natürlich. Gewusst wie. Ich stand irgendwie auf dem Schlauch. Tut mir leid. Was ist hier verlangt? Ach, ich dachte schon. Hä? Gut, zwei Türen. Nehmen wir erstmal die linke. Beide führen hierhin. Obwohl die andere mich wahrscheinlich auf den unteren gebracht hätte. Na, das ist eine schnieke Idee. Ah! Kann nicht immer glatt gehen. I like this shit. Ja, auf so coole Ideen muss man erstmal kommen. Muss man erstmal drauf kommen. Dass sie auch wirklich da stecken bleiben. Okay, es ist Wumpe. Da soll man nicht wahnsinnig werden. Ich weiß nicht, ob ich mich heute blöd anstelle. Es sieht wahrscheinlich ein bisschen dämlich aus, muss ich zugeben. Aber es sind so Kleinigkeiten, die echt hier den Bock fett machen, möchte ich meinen. Oh. Gut, Wahl. Tja. Ich muss hier bestehen. So, höchste Konzentration, bitte. Gute Güte. Ha, da hätte ich stehen bleiben können. Das fordert so viel Konzentration. Das glaubt ihr gar nicht. Gut, viele von euch haben das Level wahrscheinlich schon gelöst. Das nervt mich halt, dass man die Challenges immer und immer wieder spielen muss. Wo man schon weiß, wie es geht, nicht? Das hier ist nur ein kleiner Effekt. Das sieht echt knapp aus. Als würden die Kugeln wie die Kanonen sich nochmal irgendwie noch ein bisschen nach oben justieren. Mann, ich war eben schon so gut dabei. Das ist gar nicht so einfach, Mann. So. Bloß Lucky machen. Das war echt knapp. Mann, hör doch mal bitte auf. Da geht einem langsam die Pumpe. Oh nein, soll ich nach oben? Ich kann wechseln jederzeit. Ja. Ach du heiliges Hackfleisch. Aber zum Glück im richtigen Moment abgesprungen, ey. Checkpoint Nummer 2. Gib her den Schinken. Mach weg! Das war's. Ja, nice. Okay, die Abschlussrate von 0,5 kommt daher zustande, weil es halt wirklich... Oh, nope. Bowser's Destiny. Ja, weil es so ein bisschen Try and Error ist, aber es ist okay, es ist wieder ein sehr schöner Level, der einen Stern verdient hat, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber ich wurde vom ersten Level dermaßen geflasht. Und den zweiten und dritten fand ich besser als diesen, obwohl der richtig gut ist. Versteht mich nicht falsch. Im nächsten Part gibt es die anderen offiziellen Baumeister-Level und bisschen Sternenrangliste, bevor wir dann zu euren Leveln erneut schreiten mit einer neuen Challenge. Okay, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal bei Super Mario Maker. Bis dann und ciao!